so, und jetzt machen wir ein Video, über das ich eh schon längst einmal ein Video machen wollte. Und so das Thema Süchte. Also ich glaube, dass halt alle Süchte denselben Ursprung haben. Und zwar den Ursprung in der Ursucht. Und zwar ist es die Liebessucht. Na, das heißt, man versucht eigentlich durch alle Substanzen und alle Süchte, also zum Beispiel Esssucht oder Nikotinsucht, Alkoholsucht, diese innere Leere zu befriedigen, die eigentlich durch diesen Mangel an Liebe verursacht ist. Denn ja, wenn man sich nicht genug selber liebt, dann kommt es eben zu so einem Loch irgendwo da im Körper, geht zu so einem Loch. Und das versucht man dann halt mit irgendwas zu stopfen. Ja, manche versuchen das halt durch Sex oder durch die Zigaretten und das andere Zeug halt. Ja, also ich war früher halt auch noch essenssüchtig. Ja, ja, man soll es nicht glauben, gell? Und das hat sich halt dadurch geäußert, dass ich halt immer, wenn man auf Fahrt war oder immer, wenn ich mich schlecht gefühlt habe oder immer, wenn ich halt mit mir unzufrieden war, ich immer irgendwie was gegessen habe. Und dann habe ich halt wieder Sport gemacht, weil ich wollte nicht dick werden, und habe wieder Diät gehalten, und das war dann immer so Diät und Sport und Fressen und Diät und Sport und Überfressen, und so ist das halt ewig in so einem Teufelskreis weitergegangen, bis ich dann endlich diese tolle vegan Eti-Ten-Ten Ernährung gefunden habe. Durch die habe ich dann halt zumindest so viel essen können, wie ich wollen habe, ohne dass ich da jetzt großartig zunehme. Aber auf Dauer war das halt auch nicht befriedigend, weil dieses Loch war ja noch immer da und das wollte noch immer mit dieser Ernährung trotzdem stopfen. Und erst wie dann letztendlich mir richtig bewusst worden ist, dass halt alle Süchte auf diese Ursucht, auf diese Liebessucht zurückzuführen sind, erst dann habe ich begonnen, so richtig halt was zu ändern, indem ich mich selber akzeptiert habe, ja, so wie ich bin, ja, ja, und ja. Und ja, seitdem springe ich irgendwie auf nichts mehr an, sei es Essen oder Zigaretten oder irgendwas halt. Es hat jetzt irgendwie keinen Reiz mehr, weil man denkt, ja, es passt eh alles, was brauche ich halt, das Zeug noch. Tja, ja, und jetzt geht es mir gut. Ja, ja, jetzt geht's mir gut. Und ich finde halt gerade so narzisstische Persönlichkeiten, die halt nach außen, also gerade wenn man halt so nach urviel Macht strebt, dann leidet man immer im Innersten an so einer Unzufriedenheit mit sich selber, und deswegen sind diese ganzen Statussymbole wie Geld und Macht und Zigarren und feiner Whisky und alle diese, was eigentlich auch nur Drogen sind. Deswegen sind diese ganzen Statussymbole eigentlich nur so ein Zeichen von immenser innerer Unzufriedenheit. Und deswegen sind diese ganzen Mächtigen ja im Innersten eigentlich urunzufrieden, und deswegen sollten wir alle diesen Lifestyle gar nicht anstreben und auf dieses ganze Schmoren verzichten, weil das ist ja eh unnötig und bla und bli und blub.